herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sind hier auf der Suche. Kann man das so sagen? Nein, wir sind dabei, uns ein neues Bündnis zu Nutze zu machen. Soll jetzt aber hier erstmal so ein kleines Mädchen bei ihrem Fischproblem helfen. Irgendwie ist ihr Bruder hier zum Fisch geworden oder so, keine Ahnung. Du bist keine Hilfe. Mein Bruder schwimmt immer noch im Teich. Allerdings ist das ja auch so eine Nebenaufgabe und ich dachte mir, wir machen das ja, wenn wir hier mit einem fertig sind. Deshalb ich muss sehen, was du siehst. Deshalb werden wir nochmal zu ihr zurückkommen. Warte mal. Wenn wir dann fertig sind, dann kommen wir aber nochmal zurück zu ihr und gucken nochmal, was Sache ist hier. So. Warte, vielleicht können wir eine Falle hinbauen. Verstecken wir uns jetzt hier, wenn die gleich zu ihnen hingehen? Wenn die zu ihnen hingehen? Machen sie einen Umweg. Ah, Holy Father, help me. Na du, dann greifen wir halt an. Oho. Doch nicht, doch nicht. Die entdecken ihn jetzt. Hier und tschüss. Wo ist er? Warte. So, der nächste bitte. Von hinten ran? Und tschüss. So.
Gemeinsam schaffen wir das. Und weg. So. Und da kommt noch einer. War es das, oder? Steht hier so ein Auto rum, oder? So ein... Da, so ein Wagen. Oder war es das jetzt schon? Überblicke das Land, Freundin. Ja, das war's. Da ist noch so eine Maske, die können wir gleich mal mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Ach komm, ey, so ein Stein hält uns auf. An. Du siehst aus wie ein ausgestopfter Biber. Was für einen Streit suchst du denn? Ich beobachte nur, dass du schwächlich bist wie ein Spatz. Und das würde ich gerne in Verse verpacken. Ein Spatzstreit. Du weißt Bescheid. Lass es uns wagen. Ich stelle mich dir. Kleiner, oder? Hier ist mein Einsatz, dann wollen wir mal loslegen. Ich hoffe, du bist bereit. Ich bin stark wie ein Drache. Du fürchtest dich schon. Ich habe einige Drachen besiegt, schon, mein Freund. Du bist stark wie eine Made und du erntest nur Hohn. Nein, du bist nur ein Würmchen und triffst keinen Ton. Du bist stark wie eine Made und du erntest nur Hohn. Du blökst wie ein Lamm. Wie ich es erwartet hatte. Ich verbreite so viel Angst, selbst den Bären wird fahl. Fahl. Nur dein Haupthaar erschrak, deshalb bist du ganz kahl. Ich muss sagen, dein Selbstbewusstsein ist allerhand. Es beherrscht dich die Kühnheit des arglosen Schafs. Nur dein Haupthaar erschrak, deshalb bist du ganz kahl. Schön! Ich hab Mut wie ein Löwe, bin stark wie ein Pferd. Wie ein Pferd und... So klug wie eine Fliege, dass du dich mir stellst, und so klug wie ein Esel, der Rede nicht wert, fährt. Und du siehst aus wie ein Schwein und riechst auch so herb. Und so klug wie ein Esel, der Rede nicht wert. Und so klug wie ein Esel, der Rede nicht wert. Der war wahrlich gut. Lass mich letztlich dir sagen, du wähnst dich ein Biest. Doch du bist nur ein Großkotz, der manchmal laut niest. Ei. Dein Geist ist scharf wie Adlerklauen. Du hast dir diesen Gewinn verdient. Ah. Ach so, das war gar keine Maske. Ich bin so blöd. Mhm. Was ist denn das hier für eine Stadt? Weg.
Da ist der Schlüssel. Ach scheiße, der ist da drin. Wieso ist der Schlüssel hier drin? Ich muss auf die andere Seite. Schlüssel haben wir. Eine kleine Truhe. Was? Du stirbst jetzt. Wie ich das gemacht habe, kann ich euch nicht sagen. Was, Rache? Die Erinnerung meines Großvaters. Mein Großvater erinnert sich noch daran, als Oxenford nicht mehr war als eine kleine Stelle, an der der Fluss etwas seichter war. Hirten kamen hierher, um ihre Ochsen auf den Markt zu bringen. Und heute Häuser, eine Schenke, Fischerhütten. Bald werden wir in ganz Mercia für unsere Fisch bekannt sein. Scheiße, da passe ich nicht durch. So, was jetzt passiert? Das ging noch, warte. Toll, brauche ich gar nicht. Oh Mann, noch ein Stück. Ja, dann musst du dir die Beschreibung auf der Detailseite ansehen. Okay, das war ja gar nicht so schwer. Gehört woanders hin. Hier haben wir jetzt noch sowas. Bleib wasser.
suchen die denn schon wieder? Hä? Sieht doch aus, wenn das hier bei uns ist. Ist es auch? Hier ist es. Oh, nee. Ja, super. Geht ja fantastisch los. Oh, Mann. So, wir müssen dann da lang, wenn das gleich wieder hier ist. Denn da kriegen wir wieder so eine Tattoo-Vorlage irgendwie, aber dafür müssen wir diese Aufgabe immer erfüllen. Ist sehr nervig, wirklich. Aber was willst du machen? Ihr hört halt dazu. Ist diesmal alles da. Warum? Mann. Oh. So, hier ist noch einer. Das wird unser nächstes Ziel. Der tanzt da oben. Jetzt wollte er abhauen, ne? Pfeife. Hätte er mich einfach in Ruhe gelassen, wäre nichts passiert. Tu mir nichts, ich tu dir nichts. Oh. Es musste ja so enden. Hä? Wie komme ich da hin?
Oh. Leid, Wolf. Aber wie soll ich da hinkommen? Ah ja, von hier. Der Plan hat schon mal nicht funktioniert. Ist doch ganz friedlich hier. Ich will ja gar nicht stören oder so. Muss eben nur mal hier durch, ne? Sonst, ja. Schön. Oh ja, da ist der Schlüssel. Welche Tierchen hier? Ja, schön an der Eumels festgehalten. Man kennt ihn. Das ist der Schatz, oder was? Ach, da. Oh. Schatzkarte gefunden. So, wir lassen gleich unseren Vogel noch mal ein bisschen suchen, oder? So, dann kann dieser friedliche Ort nämlich auch ein friedlicher Ort bleiben. Hier rüber? Dann haben wir ja schon fast alles hier in diesen Bereichen. Da oben fehlt jetzt noch was. Aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus. So, Stulle. Fast gegen Baum gelaufen. Ich weiß nicht, ob es auch wieder eine Story-Mission ist hier, oder? Oh, Entschuldigung, ihr Schweine. Ich bin zu alt. Das ist zu schwer. Was kann ich für dich tun, mein Freund? Brauchst du Hilfe, guter Bauer? Rose?
Bist du es? Ja, meine Tochter, mein Kind. Ich kann es kaum glauben. Du bist etwas verwirrt. Endlich höre ich deine Stimme wieder. Ich habe noch nie mit dir geredet. Rose, treib keine Scherze mit den trüben Augen deines Vaters. Nun gut. Schön, dich wiederzusehen. Wie schön, dass du wieder da bist, Rose. Aber ich bin so müde. So, so müde. Ich schaffe es nicht, diese Kisten unterzustellen. Wo sollen die denn hin? Ja, Rose, genau da. Du warst immer schon ein kluges Kind. Stell die anderen auch dazu. Alles klar. Vom Wikinger zum Bauer. Läuft bei uns. Rose, du bist so groß und stark geworden. Will der Hund uns helfen, oder? Das war die letzte. Komm mit, Rose. Wir haben uns seit Jahren nicht unterhalten. Warte, ich knuddel gerade den Hund. Hey, warte, Opa. Oh, Hundi, Hundi. So, genug geknuddelt. Du bist eine große Hilfe. Reden wir über früher, ja? Die Geschichte, wie ich um deine Mutter warb. Warum nicht? Das kannst du nicht oft genug hören, was? Als junger Mann wurde ich zu einem Landherrn geschickt, um mit dem Vieh zu helfen. Am ersten Tag brachte ich die Kühe vom Feld zurück und sah diese Stallmagd. Ihr Lächeln war wie Sonne in einem Sturm. Ich mochte sie, sie mochte mich. Wir zogen uns in das Lager zurück, um uns besser kennenzulernen. Wirklich jetzt? Ich lass dich schlafen. Schlaf schön, alter Freund. Besser, besser. Soll nicht ausruhen, der alte Mann. Aber ist die Geschichte dann hier auch abgeschlossen, oder? Oh, nee. Ey, jetzt muss ich mir nochmal alles von vorne anhören. Wollen wir wetten? Und dann? Was? Oh, ja. Was wollte ich sagen? Ach ja, deine Mutter und ich im Lagerraum. Ja, naja. Der Landherr kam herein und erwischte uns beim Spaß. Er wurde rot vor Zorn und erhob seine Axt. Ich trug nichts als ein Lächeln. Aber deine Mutter war gewitzt. Warum, mein Herr, sagte sie, dieser Junge kann mehr Milch melken, als du je brauchen wirst. Nun, der Landherr liebte seine Milch und sagte, bringt mir die Milch und vielleicht lasse ich Gnade walten. Wir eilten in den Kuhstall, wir molken die Kühe in Windeseile und kamen mit zwei Eimern zurück. Der Landherr löffelte etwas Rahm ab, um zu probieren. Zufrieden ließ er die Milch in den Schatten bringen und rief aus, mehr! Sofort, Herr, sagte deine Mutter, und wir rannten raus. Wie sollen wir mehr bekommen? Fragte ich. Die Kühe sind ausgewolken. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Die Kühe sind leer gemolken. Deine Mutter sagte, ich solle nicht dumm sein. Sie führte mich um die Scheune zu den Eimern im Schatten. Wir bringen sie ihm erneut und sagen, sie wären frisch. Und so brachten wir ihm die gleiche Milch nochmal. Wieder war er zufrieden und wieder wollte er mehr. Und wieder gingen wir um die Scheune. Bald hatte er 10 Eimer nach seiner Zählung. So gab er uns sein Einverständnis. Wir rannten in den Stall, stahlen ein Pferd und blickten nie zurück. Nicht viel später wurdest du geboren.
Ein Kind so rosig, wie ein Vater es sich nur wünschen kann. Wir nannten dich nach der Kuh. Da fällt mir ein, der Ring deiner Mutter. Sie wollte, dass du ihn bekommst. Nein. Ich bin da nicht der Richtige zu. Nee. Du sollst ihn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Behalte du ihn, um dich an Mutter zu erinnern. Oh, Liebes. Ich hinterlasse ihn dir, wenn die Zeit gekommen ist. Jawohl. Ich muss los, Vater. Pass auf dich auf. Es ist immer schön, dich zu sehen, Rose. Komm bald wieder. Wir sind alles. Wir sind sogar Tochter. So. Hier haben wir jetzt noch was. Da konnten wir ja nichts holen, aber hier ist noch was. Wieder 500 Meters. Kein Turm in der Nähe. Tolle Wurst. Ich weiß nicht, mit Asgard müsste unser Level wahrscheinlich noch sehr viel weiter sein, oder? Asgard habe ich immer noch nicht die Schätze gesammelt. Mal sehen, wann ich dazu komme. Schlecht, dass die hier sind. Oh, da ist ein Schwein. Nee, ist ein Schaf. Auf geht's, wa? Also zwei Dinger müssen wir bestimmt noch finden. Den Ring von dem Typ konnten wir nicht nehmen. Das ist, ja, keine Ahnung, Familienerbstück, sowas. Sowas macht man einfach nicht. Ich glaube, die Kuh ist tot. Doch nicht, sie schläft. Hier ist vermutlich wieder eine Maske. Ja. Wie komme ich da wieder rein? Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Geh doch runter, Ava. Runter, jawohl. Mann. Was ist denn? Ah, eine Schlange. So. So ein Fackelchen an hier.
Alles mitnehmen hier. So. Hier war es das jetzt eigentlich auch schon. Jetzt haben wir hier hinten, wie gesagt. Hier ist noch was. Dann machen wir aber Schnellreise hier hin. Dann gehen wir nämlich hier hin. Und dann werden wir uns hier oben nochmal umgucken müssen. Auf geht's! Oh, es ist so schön. Das Spiel packt einen wirklich und dann ist es immer doppelt schlimm, wenn man dann keine Zeit zum Spielen findet. Es ist eine Qual. Es ist wirklich eine Qual. So, warte, wir setzen unseren Marker. Alle ab. Sie für mich sühnen. Hier ist nix. Den kennen wir ja schon hier. Ah ja, jetzt macht das. Mehr gibt's hier aber nicht. So, Stulli. Da hinten brennt Licht. Oh ne. Ey, nein, 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 nein. Bin ich überhaupt? Warum bin ich so langsam? Fehler erlauben. Hallo.
So. Hier gibt es jetzt nichts mehr. Dann jetten wir hier rüber, oder? Ich weiß zwar nicht genau, ob das auch noch dazu gehört, aber versuchen müssen wir es. Den Gegner schwächen macht mich gerade so ein bisschen fertig. Ich finde nämlich nicht wo, wer, was, wie, warum. Finde ich nicht. Ach du Scheiße. Ah. Hier ist ein Versorgungsgüter. Wo denn? Gütiger Herr, das ist nicht gut. Passt da drüben auf, Männer! Oh, Christus. Gedrick bat mich, euch zu helfen, wann immer ich kann. Edwards Soldaten setzen uns schwer zu. Wir sind für jede Hilfe mehr als dankbar. Ja, war schwer. Wir sind im Vorteil. So, einer hat überlebt. Guter Gott, es hat Feuer gefangen. Gut. Scheinbar reicht es. Hier ist jetzt noch so einer. Gehörte eigentlich zu uns. Oh ne. Das für Viecher. Stulli. Hier! Strecke deine Flügel, Sühnen. Alle mitnehmen, die wir hier finden.
Ich darf hier nicht erwischt werden. Er läuft einfach durchs Feuer. Schlecht aus für dich. Der auf mich schießt, da ist er doch. Ich brenne. Nicht mehr. Sauber. Na, jetzt ist ja nicht mehr so viel. Aber jetzt eigentlich doch egal, wo wir hingehen. Also gehen wir jetzt erstmal hier. Pilgerreise nach St. Albans. Finde Sigurd und sprich mit ihm. Jetzt schon? Bei einem alten Hafen. Das ist das Lager. Sigurd irgendwo sein, oder? Was siehst du, alte Freundin? Nicht viel. Gut. Werden doch nicht? Nee. Aber die. Beruhigt euch, ich bin schon wieder weg. Na, hi. Hier stimmt etwas nicht. Das ist ein Fluch. Wo ist wieder der scheiß Eingang?
Gitarre vielleicht? Aber wie komme ich da runter? Irgendwo muss doch hier der Eingang sein. Wir sind viele tot und ich bin mir eigentlich sicher, dass ich das nicht war. Nachricht des Entdeckers. Brian, ich habe die Krüge angeordnet, wie du es wolltest, aber ich habe den Mut verloren. Du magst ja recht haben, dass darin Reichtümer warten. Aber ist es das wert, zur Asche verbrannt zu werden? Ich sage nein, ich lasse sie hier für dich. Mögest du dich als mutigerer Mann erweisen als ich. Okay, die Krüge. Hat irgendwas mit den Krügen zu tun. Ah, da. Hallo. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Ich hab doch irgendwo so ein Scheißding gesehen. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Endlich ist der Fluch gebrochen. Aber den Schatz holen wir uns jetzt noch, oder? Also den in der Hütte hier. Wer weiß, was da noch Schönes drin ist. Siehst du, Leder, Eisenherz, Eisenerz natürlich. So. Wohin müssen wir als nächstes? Hierhin. Was ist das? Ach scheiße, warte mal, war das vielleicht das? Nö. Finde Sigurd und sprich mit ihm. Er wartet bei Lindford an der Ostgrenze von...
Oxenafort hier. Am Nordufer der großen Use. Ah, also hier irgendwo war der. Okay, da wollen wir aber noch nicht hin. Wir wollen ja erstmal dieses Untergraben hier beenden. Also werden wir dafür danach hier hingehen. Allerdings ist unsere Zeit gleich abgelaufen. Und deshalb werde ich die Folge jetzt nochmal beenden. Und dann hoffe ich jetzt auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir was da, passt auf euch auf und bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.